Also im Bildungszentrum der Sicherheitsakademie in Großgmain werden aktuell 25 Spitzensportler ausgebildet. Wir sind heute in der Landespolizeidirektion in Salzburg, wo von diesen 25, 21 soeben das Einsatztraining absolvieren. Wir sind hier im Turnsaal, wo Schlagtechniken und Überwältigungstechniken geübt wurden. Und später gehen wir dann in den Schießkanal, wo die Handhabung der Faustfeuerwaffe trainiert wird und bereits erste Schüsse abgegeben werden. Die Polizeigrundausbildung für die Spitzensportler dauert 5 Jahre, im Gegensatz zur regulären Polizeigrundausbildung, die 2 Jahre dauert. Inhaltlich sind es genau dieselben Themen und Gegenstände. Und am Ende ihrer Ausbildung machen die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler eine Dienstprüfung vor einem Senat und haben dann die Berechtigung, in den Außendienst zu gehen. Hallo, ich bin der Tarek Gleische, ich bin jetzt da in der Polizeiausbildung. Also die Wintersaison ist vorbei und jetzt haben wir Zeit, ein bisschen die Schulbank wieder zu drucken. Heute haben wir ein bisschen Abwechslung, also das Einsatztraining. Da sind wir beim Schießen und machen Technik- und Taktiktraining. Und ja, also mir gefällt das Ganze ganz gut, ist eine super Ausbildung. Ja, kann es nur empfehlen, ist lässig. Hallo, mein Name ist Hütter Kone. Normal tue ich Skifahren. Meine Saison hat heuer leider früher aufgehört wie geplant, aber jetzt sind wir einen Monat da in der LPT in Salzburg und in der Schule in Großgmain. Ja, zuerst haben wir ein bisschen in der Schule gesessen, aber heute haben wir im Schießkanal ein bisschen ausprobiert. Also einarmig schießen, mit beiden Händen schießen, Knien schießen. Also da sind ein paar Sachen dabei, die was richtig spannend sind. Aber es gibt schon ein paar Parallelen zum Spitzensport. Also die Disziplin ist definitiv gefragt und Verantwortung hat man eine große. Also. Hallo, Christian Hirschbühl da. Ich bin jetzt da in der Polizeischule, die Saison ist vorbei. Jetzt heute Vormittag war mal Schießtraining angesagt, jetzt am Nachmittag steht Kampftraining am Programm und also ich kann einfach nur jedem empfehlen, die Polizeiaufnahme zu machen, weil einfach die Möglichkeit unglaublich ist, dass man Sport und Beruf verbinden kann. Ich sage mal, das ist eine einzigartige Möglichkeit, also bewirbt euch. Also bei Sportlern, die was schon Medaillen gewonnen haben bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften und entscheiden sich für den Beruf bei der Polizei, dann ist das wirklich etwas Besonderes und muss man das schätzen, weil dann weiß man, dass der Polizeiberuf ganz was Spannendes und Interessantes haben muss. Und das wissen wir alle, dass wir das haben, sehr vielseitig. Und dadurch muss man ganz ehrlich sagen, hat man natürlich auch nach außen hin ein gutes Feedback durch die Sportler. Und das ist eine Win-Win-Situation und das ist für uns alle eine tolle Geschichte. Und ich glaube, da sind einige Sportler dabei, die was das nicht als Beruf sehen, sondern als Berufung. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv für uns.